So, und dann wollen wir noch mal gucken, dass wir das hier so ein bisschen erklären mit dem Gratisweg EU, da manch einer doch anscheinend so ein bisschen Probleme hat, damit klarzukommen. Ich will mal versuchen, das so ein bisschen vor Augen zu führen. Also, unter Start findet man die Hilfe mit so einigen Informationen drin, sollte man sich eventuell, wenn man neu als User dazukommt, ein klein wenig mit beschäftigen. Ganz wichtig ist zum Beispiel hier der Punkt Funktionen. Einfach mal anklicken, da findet man eine kurze Erklärung hier in diesem Bereich. Da wird also erklärt, was haben denn eigentlich die verschiedenen Bereiche, wenn man das Gratisweg EU öffnet, was haben die verschiedenen Bereiche zu besorgen. Sprich also, wo findet man die Systeminformationen, wo findet man den Zugang zu den Bereichen und so weiter und so fort. Wie gesagt, unter Start, Funktionen anklicken und schon findet man da die Erklärungen. Wenn man das schon mal weiß, kommt man eine ganze Ecke leichter vorwärts. Wenn man dann zum Beispiel in den Bereich EU geht, kommt man auf die verschiedenen Bundesländer oder eben auf die verschiedenen Länder Österreich, Schweiz, Spanien oder eben Deutschland in die Bundeslandbereiche. Unter Forum, ich hatte das ja schon mal erklärt, da kommt man dann in die verschiedenen Forenbereiche. Die kann man auf- bzw. zuklappen, um etwas mehr Übersicht zu haben. Geht am PC ganz einfach, am Handy, je nachdem wie sauber der Bildschirm ist. So, und wenn man das alles zuklappt, hat man eine wunderbare Übersicht und kommt da relativ einfach durch. Denn alle Bereiche, die sich in den jeweiligen Foren befinden, werden ja angezeigt. Und dann kann man da wunderbar in den ganzen Forenbereichen so ein bisschen kramen. Ja, wenn man zum Beispiel hier sieht, unter Deutschland, also abgekürzt DE, da kommt man dann auf die Bundesländer, die natürlich auch abgekürzt sind, und zwar so, wie es im Amtsdeutsch üblich ist. Unter Reisen findet man die verschiedenen einzelnen Unterbereiche, Tourismus, Informatives und Wohnmobil. Und natürlich findet man schon unter Reisen auch die Bereiche Spanienportal, Sevilla, Costa del Sol und so weiter und so fort, bis hin nach Torrox Costa. Und dann natürlich der gesamte Forenbereich Spanienportal, den hat man dann nochmal einzeln aufgegliedert. Und dann gibt es natürlich für die Tierfreunde den Bereich Tierisches, wo man auch die Kategorie hat, wo die vermissten Tiere täglich neu eingegeben werden. Wenn man den zum Beispiel aufklappt, mittlerweile haben wir ja die vermissten Tiere, die in unserem Bereich gesucht werden, nach Städten sogar sortiert, damit man etwas mehr Übersicht hat und nicht mehr alle Tiere durchblättern muss. Täglich kommen neue Tiere hinzu, leider Gottes, aber es ist nun mal so, jeden Tag verschwinden Tiere. Tjo, und das ist erstmal in diesem Video eine kleine Übersicht, wie das alles funktioniert. Unter Pics findet ihr übrigens Bilder, also die Fotos und auch Videos. Mittlerweile schon einiges an der Stückzahl und da könnt ihr dann auch sehen, was da so alles drin ist. Ihr seht, wenn ich hier so ein bisschen runterblättere, da gibt es schon 45 Mal, dass man durchblättern kann, jeweils die gewisse Anzahl, die man da je nach Bildschirmgröße sehen kann. Ja, viel Spaß beim Durchblättern.